Awesome. So, Freunde, was geht? So starte ich den Vlog jetzt, I guess. Es ist gerade 5.40 Uhr und wir sind auf dem Weg jetzt nach London, Heathrow Airport, und dann geht's weiter nach Amerika. Jetzt ist ja Invitational, jetzt ist Dienstag und ich starte am Wochenende, am Samstag und Sonntag. Wir Confidence wie gut placen können, wenn wir die Offspot finden, aber wir werden mal sehen. Ich werde alles jeden Tag vloggen, mal sehen, wie viele Vlogs kommen. Ich denke mal so 2 bis 3 oder ja, so 2 safe Minimum. Sobald wir am London Airport sind, sehen wir ganz viele Fortnite Pros. Da sind dann alle, die aus der EU kommen, gefühlt, außer so 5 Stück. Und ja, ich werde euch die ganze Zeit mitnehmen, die ganze Zeit die Kamera überall drauf halten. Und ja. Auf to London now. So, Heathrow Airport angekommen jetzt in London. Und jetzt sehen wir da schlecht Akku aus. Ich habe Avocado und Toast, weil ich gesund bin. Paul, was hast du? Gar nichts. Ich habe es mir vergessen, weil ich bestellt habe. Das war diese Pink, Hellfire, Amas und ein Kellner. Ich stelle nochmal die Frage. Ob ich gut aussehe. Weiß ich nicht, muss das? Oh nee. Sieht das gut aus? Ich denke schon. Du setzt du mal auf? Das ist also ein Sch. Das da steht hier so gut. Ja, das sieht gut aus. Ja. Ich sehe gar nicht dadurch, das tut voll weh auf meinen Augen. Ja, bei mir auch. Also ein Vorgang. Hi, hi. Na? Es geht los nach Amerika. Wir sehen uns dann. Okay, ich abbreche zwischendurch ein Essen. Aber wir sehen uns so in 8,5 Stunden sogar da. Perfekt. Ich bin schon halb am Schlafen. Bis dann, Fett. Wir haben jetzt hier Essen. Ich auch. Pasta. Schmeckt? Ja, zügig warm. So, die ticken 2 Stunden oder sowas. Dann machen wir noch 5 Uhr. Pasta, ich hoffe, wir jetzt nicht mal. Wir haben schon ein Schlafen und Zeit. Wir sind auch schon ganz am Schlafen, oder? So, ich werde mich schon seit dem Essen. Es ist jetzt so nochmal 3 Stunden vergangen, glaube ich. Ich habe 3 Stunden eingeschlafen. Das heißt, ich schlafe richtig, richtig durch. Also, ich habe gegessen, kurz Film angeguckt, 15 Minuten habe ich aufgegeben. Dann bin ich am Schlafen gegangen. Seitdem habe ich die ganze Zeit geschlafen, so 3 Mal aufgewacht, aber habe ich mich immer hingelegt, habe Position gesucht und sowas. Wir sind in 2,5 Stunden oder 3 Stunden da. Und sobald ich News habe, wo wir sind oder was auch immer, lasst ihr euch wissen, bevor wir nochmal landen und sowas. Aber ja, ich hoffe, ihr versteht mich. Und so, wir sind jetzt irgendwo und holen unsere Zimmerkarten ab und sowas. Wir sind reingekommen im Hotel, war eigentlich bis jetzt alles gut. Ja, na, da sagt er. So, Roomtour. Als erstes Badezimmer. Finde ich ganz chillig mit einem riesen Spiegel anscheinend. Und Dusche, da muss ich jetzt gleich duschen gehen, weil 14 Stunden fliegen war jetzt nicht so entspannt. Nach 4 Stunden war der Bruch immer noch, dass ich dann aufgewacht bin. Und da habe ich gemerkt, immer noch 4 Stunden. Dann hier, Zimmer ist eigentlich ganz groß, ist chillig, 2 Betten. Apple TV oder halt Fernseher. Ja. Ausblick kann man ja machen. Ausblick jetzt nicht so Premium. Aber ja, das war's erstmal. Dann nehme ich euch gleich mit zu den ganzen Spieler-Lounges da, wo ich dann practice. Genau. So, jetzt waren ja jetzt gerade am Spielen. Ja. Jo, Leute, ich ist wieder ein Reason-Vlog. Ja, ein Reason. Eugene Drexler mit hier mit Lenny Lenzmann. Gang shit, you know. Gang shit hier in Fortnite. When we getting on GTA again, bro. Ja, yeah, bro, wenn Grant mal ein bisschen. Grant mal ein bisschen paid, yo. Yo, das Wasser von Chick-fil-A ist so gut, Drexler, sag mal. Wow! Mein Gott, wie gut! Ja, Mann! That's different, G. That's different. Diff shit hier. Richtig scheiße. So, also jetzt mal ernsthaft, ne? Ich bin jetzt 6 Stunden in A und ich war 2-mal auf Klo, 2-mal Dünnschiss. Das Essen ist hier wirklich nicht gut, Digga. Nee, nee, nee. Ja! So, Frühstück. French Toast, ne? Ist OP. Ja, ist komplett OP. Yo, Leute. Nein, das war... Hier sind wir jetzt... Wo sind wir hier eigentlich? Player Lounge. Der Player Lounge. Im Hotel. Boah, ich bin fast gestorben. Mir ist schade, dass du nicht gestorben bist. Hier haben wir Leute, da vorne haben wir so. Guck mal, ich werfe jetzt einen Korb. Okay. Da ist ein Korb, da bläst du mir ein. Was? Dann bläst du mir ein. Mann, bitte triff, bitte triff. Mann, bitte! Bro! Mann! Okay. Okay, nein. Nein, 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 nein. Ja!
Let's go. Ja, aber echt. Hier draußen sind immer so Buffet. Buffet hier. Und dann hier ist die Loungeball, jetzt zocken. Ja. Wir gehen jetzt in die Mall. Fotoshooting. 3, 2, 1, groß. Tschüss! So, wir sind jetzt gerade im Practice Area. Jeder ist hier am Practice und hat eine Savage Area und so. So, jetzt muss ich auch mal zeigen, ne? Hier ist mein Setup. Jetzt guck ich, sitze so gerade unter dem Tisch, guck mal, was hier einfach ist. Digga, und wenn ich mich hinsetze, dann komme ich die ganze Zeit da oben gegen, hier ganz oben dran. Das ist so scheiße nervig, diese Tischdecken sind so kacke und das mache ich nur, weil der Tisch kacke aussieht. Also ich bin ja komplett jedes andere Setup ist fein, nur ich habe das Ding. Das ist so geil. Okay, okay. So live test, Julian. Also jeder was, was hast du? Jeder sagt, diese Chick-fil-A-Sauce ist crazy. Ja. Das sind die besten Pommes, by the way. Nicht meins. Pass mal. So eine Cocktailsoße mäßig irgendwas. Ja. Was? 1 bis 10. So eine 7 auf jeden Fall. Besser als KFC? Ich esse nicht so oft bei KFC, aber wenn dann besser auf jeden Fall. Ja. Julian? Ja, auch eine 7 würde ich dir geben. Es ist zwar besser als KFC, ja, aber ist jetzt auch nicht so crazy. Ja. Hottex? Eine 8 war ganz gut. Ich sage auch 8. 8 ist schon gut. Ich weiß nicht, ich muss nicht immer am Ende filmen. Irgendwie scheiße da, man labert scheiße. Das wird mein Thumbnail. Nice. Schöne Hairline, Bro. Ey, danke, Mann. Nice Bart und Moves auf jeden Fall. Ich weiß. Ich habe echt überlegt, sie so wachsen zu lassen. Man sieht das jetzt nicht so on cam. Ja, ja. Ich muss auch hier letztens rasieren, so Oberlippenbart. Ich krieg Vollbart, weißt du? Das sind die türkischen Gene, Habibi. Türkische Gene. Habibi. Okay, ich okay, Leute. Gerade ganz stolz rein. Schau, was ich für coole Fotos mache. Die sind echt sick. Ich bin underrated. Ich bin echt underrated in the streets. Underrated. Aber jeder weiß, dass ich eigentlich der Craziest bin. The craziest? Gang. I wouldn't do the gang shit in here. Da ist mein erster Schuh. Hola gang, hier kommen wir. Komm her, hola gang. Also er hat gerade gesagt, er will sowieso irgendwann mal so eine 60-Jährige klein. Ja, okay, nein. Damn! Ja, wir haben halt so geredet. Jeder wird gerne mal eine MILF. Aber wo ist so die Grenze? Einmal nur für die Erfahrung würdest du schon gerne einmal so eine 60-Jährige. Ich habe eine Freundin, das geht nicht. Ja, irgendwann mal. Habe ich immer noch meine Freundin. Ich meine einfach nur so, jeder wird gerne mal eine ältere Frau. Aber ja, irgendwann will man auch eine bisschen ältere Frau, um so einfach mal so alle 10 Jahre mal so ein 40, 50, 60 mal so durchchecken. 70 ist dann Quatsch, aber da. Einzelchat wäre relaten. Oh ja, ist echt so. Wie scheiße, hast du einen Knall? Ja. Erklär mal, dass du nicht wusstest, dass Drexler Welcome-Call war. Ja, ich wusste es nicht. Ich google das schon so seit 5 Minuten, aber ich finde ja gar nichts. Wolltest du letzter? Nein, wurde nicht so gut geplaced, aber... Ja, er glaubt also so nicht, dass ich Welcome-Call war. Er war ja mit Beehive. Okay, ich glaube es ja schon, aber... Ich glaube, ich bin 37er geworden. Ich hätte gerne nochmal so eine Bestätigung, weißt du? Schreib Beehive. Ich bin nähe Tinte, nähe Retail, damals wo Mongol ist immer Retail gelandet. Und da bin ich dann Ding. Ich habe oft gegen Mongol gefightet. Du hast immer gegen Mungwa gefightet? Nein, da fahr ich jetzt. Doch! Gegen Mongol. Kennst du den Clip, wo er sagt, shit on? Das war ich. Beehive. Hey, das war auch Endgame. Shit on, dance, ja, dance, ja, bitch. Ja, ja, ja. Nein. Weißt du, dieses eine bei World Cup. Gibt so einen Clip, wo Mitro stirbt, wo ich Mitro gekillt habe. Dann ist mein Mate gestorben. Und dann Ding. Und dann hat er jetzt so wen gekillt und hat so richtig geschrien. Das ist richtig in die Highlights gegangen. Ja, keine Ahnung, was du gerade redest. Ich glaube dir auch irgendwie immer noch nicht ganz. Was glaubst du denn? Du bist sonst wirklich falsch. Ja, was glaubst du? Wie habe ich sonst Luke kennengelernt? Treff den einfach so als random? Schreib den einfach an? Oder was? Oder wie bin ich sonst zu Welcome gekommen? Frage. Ja, jetzt hast du die Antwort. Jetzt hast du die Antwort. So, bevor Aqua aufkam, weil ich musste die Nummer 1 in Österreich. Und dann war Drexler. Ja, dass Lou so gut war, das wusste ich ja. Ja. Ich auch mit Tyson so gespielt. Ja, Lou und ich waren immer so einer der Besten. Er war mein Rivale. Ja, und dann... Aber Drexler hab ich ja nie gehört. Also, du wusstest nicht, dass Drexler gut war, ja, wusste ich, dass ich World Cup voll bin. Nein, jetzt verabschiede ich, glaube ich. Bro. Jetzt hat zwei Jahre schon. Er hat halt voll reingelackt. Ja. Wann war das World Cup? 2019? 2019, ja. August, oder? Nee, 2018. Nein, 19. Echt? Ja, klar. Das ist aber krass.